Flug der ersten Transportmaschine der Luftwaffe am frühen Morgen vom Flieger Horst Wunsdorf. Von hier aus starten die Maschinen vom Typ A400M zu ihrem Einsatz in Afghanistan. Die ganze Nacht hindurch hatten Soldaten den Abflug vorbereitet, hatten Material und Soldaten an Bord gebracht. Ihr Auftrag, deutsche Staatsangehörige und die Ortskräfte, die die Bundeswehr dort über lange Zeit unterstützt haben, aus Afghanistan zu evakuieren. Wir werden in einem Drittland außerhalb Afghanistans eine Drehscheibe, einen Hub einrichten und, wenn Sie so wollen, einen Shuttle oder eine Luftbrücke errichten. Von diesem Platz im neutralen Drittland werden dann die evakuierten Personen mit unter Federführung des Auswärtigen Amtes mit zivilen Flugzeugen weiter nach Deutschland verbracht. Ein gefährlicher Einsatz, abgesichert von der Division Schnelle Kräfte, einer Spezialeinheit der Bundeswehr, die für Evakuierungen ausgebildet ist. Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen. Mit jedem Flug der deutschen Militärmaschinen können 114 Personen ausgeflogen werden. Wie viele Maschinen nach Kabul starten, sagte die Verteidigungsministerin nicht. Derzeit sollen sich noch mehr als 100 deutsche Staatsbürger in Kabul aufhalten. Die Zahl der Ortskräfte wird auf mehrere Tausend geschätzt. Helfer, die für die Bundeswehr, Bundesministerien oder staatliche Entwicklungshilfe gearbeitet haben. SPD-Fraktionschef Mützenich drängte am Abend auf schnelles Handeln. In Afghanistan zählt jetzt jede Stunde. Menschen, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben, Fachleute von Nichtregierungsorganisationen und andere sind gefährdet. Ich rechne mit einer hohen vierstelligen bis fünfstelligen Zahl an Menschen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen evakuieren müssen, sagte er in einem Interview. Nach der wochenlangen Debatte um die Sicherheit der Ortskräfte kommt die Evakuierung für die Opposition viel zu spät. Grüne, FDP, Linke und AfD werfen der Regierung Versagen auf der ganzen Linie vor.